Guten Morgen erstmal. Heute ist wieder so ein typischer Tag, wo ich frei habe, also mein Wochenendersatz und meine Frau ist arbeiten. Perfektes Wetter, die Sonne scheint, also was heißt das? Raus im Wald zum Spielen. Ich möchte heute mal wieder eine Survival-Waffe, also eine Survival-Jagdwaffe machen, so wie ich sie vor gut 40 Jahren mir öfters gebaut habe zu Trainingszwecken. Ich habe vorher sehr viel Survival geübt, auch Fallen gebaut und sowas alles. Wobei ich muss sagen, ich habe nie ein Tier umsonst gefangen. Ich habe nur Fallen gebaut, habe probiert, ob es richtig auslöst und wieder abgebaut. Genauso ist es mit dieser Waffe, die ich mir heute bauen möchte. Die ist für eine Kleintierjagd, von einer Maus über kleinere Vögel und so gedacht. Und ja, ich habe Zielübungen früher gemacht in Schweden immer. Ich war in meiner Jugend sehr viel in Schweden, aber habe nie nach einem Tier wirklich mitgeschossen. Es geht nur ganz einfach um den Spaß, den wir dabei haben. Und wenn ihr Lust habt, schaut dazu, wie das geht. Jetzt ziehen wir aber erstmal noch weiter. Ich suche mir jetzt einen umgestürzten Baum oder Baumstumpf, wo ich mich raufsetzen kann. Erstmal arbeitet es besser. Und zweitens wollte ich noch einen Kaffee trinken. Also auf geht's. Hier hat die Säge wieder ganz schön gewütet. Jede Menge abgesägt. Eigentlich traurig. Hat er für mich den Vorteil, kann mir so ein Teil rausholen als Sitzplatz. Ja, der ist halbwegs sauber. Legen wir wieder zurück, ist klar. Mit dem Kaffeekochen habe ich mich natürlich auch ganz schön angeschmiert. Ich war vorgestern im Wald, da hatten wir noch bestimmt 10, 15 cm Schnee. Wir hatten letzte Woche sogar minus 15 Grad hier und 30 cm Schnee, würde ich sagen. Aber wir haben seit 2 Tagen 7, 8 Grad plus am Tag und ist fast alles weggetaut. Und ich Trottel habe mir natürlich jetzt nicht mehr Trinkwasser mitgenommen. Jetzt muss ich versuchen, hier irgendwo Schnee zusammenzukratzen. Ganz vorsichtig von oben runter, weil es ist fast bis auf den Boden runtergetaut. Und hier sind sehr viele Tierspuren. Also ich möchte nichts trinken, was hier auf dem Boden gewesen ist. Und das wird Wasser gründlich abkochen. Also wir haben hier vereinzelt noch so Schneereste. Wie man sieht, hier sind Tierspuren, ich sagen Reh oder sowas. Da sind Spuren, also sehr viele Tiere hier. Also suche ich mir jetzt was, wo keine Spur ist und schöpfe hier von oben ein bisschen Schnee ab. Also ich kratze jetzt wirklich ganz oben was ab. 'Anders als bei einer Wanderung habe ich heute so gut wie gar nichts bei, weil mir geht es ja um den Spaß, den ich haben werde. Und darum müssen wir jetzt erstmal was zum Kochen bauen. Das Kaffeewasser kocht da hinten. Da alles nass ist und in Sichtweite, kann ich das ruhig mal alleine lassen. Jetzt fangen wir einfach mal an. Der ist einfach zu dick, ich will ein bisschen kleiner kriegen, den Ast. Warte, ich jetzt im Spalten habe, ist sehr morsch. Ich glaube, ich muss hier was anderes suchen. So, durch mehrere Spalten habe ich jetzt erstmal so ein kleines, gerades Stück mir daraus geholt. Ich hätte gleich einen dünneren Ast nehmen können, aber ich habe keinen geraden anderen gefunden. Also wenn man in der Größe gerade findet, spart euch eine Menge Arbeit. Jetzt mache ich den erstmal noch schön rund. Und einfach hier abschnitzen ein bisschen, damit das schön glatt ist. Und wenn ihr euch fragt, wenn ich hier Buschkraftmesser habe,
alle Leute empfehlen immer ihre sauteuren Messer. Dies ist ein altes Küchenmesser mit einem teilweise abgebrochenen Griff hier. Selbst angeschliffen von irgendjemand, nicht von mir, weil ich habe das Teil so ja erfunden. Und es macht seine Dienste hundertprozentig, also man braucht nicht so ein teures Teil. Jetzt fange ich an, das Ganze ein bisschen flacher zu machen. Also es ist flacher als hoch, weil hier unten muss ich jetzt eine Kerbe reinmachen und nach hinten abfeilen. Das Ganze soll nämlich ein Pfeil werden, den man mit einem Gummi abschießen kann. Das Ganze ist jetzt mehr oval als rund. Jetzt säge ich hier ein. Oder mache ich mit dem Messer. Zeigen wir mal so. Säge ich hier ein und dann schneide ich nach hinten ab, dass ich hier eine Kante habe, wo der Gummi ran kann. Also hier vorne jetzt schräg einschneiden. Wenn es nicht geht, muss ich die Säge holen. Oh, scheint zu funktionieren. Und jetzt so lang Material wegnehmen. Also immer nur jetzt Material bis zu der Kante wegnehmen, dass hier der Gummi rein kann. Und jetzt muss nach hinten noch ein bisschen Material abgetragen werden. Und dann ist der Pfeil schon fast fertig. Bis auf Anspitzen und hinten noch, wenn man hat, Federn ran, damit er besser fliegt, sonst dreht er sich so. Oder werden wir mal sehen, ob wir da finden. In der Zwischenzeit ist übrigens auch der Kaffee fertig. Das hat fast eine Stunde gedauert. Ich musste ein paar Mal noch ein bisschen Birkenrinde suchen zum Nachlegen, weil das Holz ist alles zu nass, das brennt eh nicht. Und ich wollte es auch richtig einmal aufkochen lassen, weil das Wasser sah aus, ich meine, es war schon fast Kaffee, bevor ich was reingemacht habe, so schmutzig war das. Aber es ist eigentlich nur Sand und alles, aber alles, was an Bakterien oder so drin ist, ist auf jeden Fall tot jetzt. Ein Ästhet hätte gesagt, er trinkt das nicht, aber ich bin draußen und da muss man mal ein Auge zudrücken. Also erstmal Prost und dann geht's weiter. Wenn ihr den jetzt abschießt, der dreht sich ganz unkontrolliert. Also kommen hinten eigentlich noch zwei Federn ran, so wie beim Wurfpfeil. Habe ich jetzt natürlich keine gefunden. Ich habe auch keine Blätter gefunden, die man nehmen könnte. Habe ich gezeigt, mal wie ich einen Bogen gebaut habe, dass man auch Blätter nehmen kann. Oder Papier könnte man auch nehmen, das rausschneiden. Aber ich habe hier ganz einfach ein paar Fichtennadeln gefunden. Und die werde ich jetzt nehmen. Natürlich habe ich die Schnur vergessen zu Hause. Ich hoffe, das hält. Ich habe jetzt nur ein Stück langes, irgendein Rasen oder Gras, keine Ahnung, was das war. Ich hatte eine lange Pflanzenfaser und binde damit fest. Sieht das gute Teil jetzt aus auf der Schnelle gebaut? Machen wir mal einen Probeschuss. Es braucht natürlich noch irgendwas, wo man den Gummi festhält, so mit der Hand. Schnippt euch den Finger, tut völlig weh. Das Einfachste ist, wenn ihr ein Blatt Papier bei habt, zeige ich euch nachher. Werde ich zu Hause machen. Ich habe jetzt kein Papier bei. Ansonsten nehmt euch so eine kleine Astgabel, steckt die einfach hier rein. Haltet fest, hier rum und schon könnt ihr abschießen. Also den Gummi hier in die Kerbe rein. Hier müsst ihr jetzt extrem vorsichtig festhalten. Das sage ich in diesem Fall, weil ich keine richtige Schnur hatte. Und das sehr locker ist alles. Und dann machen wir mal einen Schuss. Ich mache nochmal einen zweiten, dass er den fliegen sieht. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, weil ich genannt habe, ein Trottel im Wald. Heute müsste es eigentlich heißen, ein Trottel im Wald 2. Ich habe jetzt meinen Pfeil abgeschossen, Richtung dem Unterholz da hinten und habe nicht gedacht, dass der so weit fliegt. Ist im Unterholz verschwunden und ich finde ihn absolut nicht wieder. Aber ich habe mir schnell einen neuen gebaut. Eine einfache Art, habe ich vorher auch gemacht, aber die fliegen eigentlich, der war nicht ganz so gut. Ich habe nur einen normalen kleinen Stock gesucht, der hier eine Astgabel hatte. Habe dann den Stock auf Länge gesägt, die Astgabel fast abgesägt, dass hier dieser kleine Haken ist für mein Gummi. Und jetzt hinten wieder was rangemacht und ein bisschen angespitzt. Also das Ganze hat gedauert, nachdem man so eine passende Astgabel gefunden hat, 3 Minuten. Mal sehen, wie der fliegt. Ich schieße diesmal in Richtung Kamera. Natürlich nicht gegen die Kamera, hoffe ich. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt, wie er fliegt. Ich gehe mal ein paar Meter zurück. Bin ich mal gespannt, ob es zu sehen ist. Also es war wirklich ein schöner, gerader, weiter Flug, obwohl
das Gras, was ich hinten zum Festbinden noch mal nicht gehalten habe, meine Fichtennadeln sind abgefallen. Aber der Pfeiler hat sich trotzdem eigentlich nicht überschlagen. Also soweit ich gesehen habe, ist er gerade geflogen. Mit ein bisschen Schnur und die Dinger richtig fest gemacht haben, dann fliegen sie eigentlich immer gerade. Das ist ja der Sinn von diesem Puschel hinten. Gut, jetzt fehlt uns noch eine schöne Drossel oder eine Amsel oder sowas und wir haben unser Abendbrot. Also gehen wir auf die Jagd. Hier nochmal die versprechende einfachste Art, um den Gummi irgendwie zu befestigen. Einfach das Papier zusammenrollen. Gummi durch. Umknicken. Und das ist haltbar genug, um zu schießen.